Die Weihnachtsfrau hat gestern Domino gespielt und räumt jetzt die Dominosteine auf. Damit kann man doch bestimmt noch ein Experiment machen. Sie legt 8 Steine bündig aufeinander und schiebt den obersten so weit nach vorne, dass er gerade noch nicht herunterfällt. Dann schiebt sie den zweitobersten, dann den drittobersten nach vorne und so weiter. Kann sie es schaffen, dass der oberste Dominostein so weit nach vorne herausragt, dass er vollständig vor dem untersten Stein liegt? Und wenn ja, wie viele Steine braucht sie dafür? Tipp: Wenn ihr keine Dominosteine habt, könnt ihr das Experiment auch mit 8 identischen Büchern durchführen. A. Nein. B. Ja, sie braucht 3 Steine. C. Ja, sie braucht 4 bis 6 Steine. D. Ja, sie braucht 7 oder mehr Steine.